Ich habe voll fiese Hornhaut. Komm, voll die trockene Stelle. Mensch, Mann! Das ist mir da gerade aufgefallen. Ich juck sehr gemein überall, weil ich einfach immer noch keine Lotion gefunden habe, die für mich hilft. Ja, too much the information. Echt? Voll peinlich. Mir nicht. Hi, ho und herzlich willkommen zurück zu meinen Videos. Jetzt endlich wieder zeitnah und nicht mehr vorproduziert. Und ja, ich habe euch ja jetzt meine Geschichte mit dem Mac erzählt. Und da wir jetzt eine ganze Weile später haben, immerhin 2 Wochen. Ja, doch, 2 Wochen sind es jetzt bei mir. Die sind jetzt vergangen. Ja. Hat sich einiges bei mir getan und ich dachte, ich erzähle euch mal so ein bisschen, was geschah die letzten 2 Wochen. Klingt so voll melodramatisch. Aber ist es gar nicht. Ja, also, angefangen, ich habe ja mein Video gedreht am Mittwoch. Die 4 Videos. Da habe ich am Mittwoch gedreht und so voll mich zum Mops gemacht, weil ich mich so mega gefreut habe, dass ich am Freitag ein Freitagsvideo habe. Aber es war ja Mittwoch. Mir ist aufgefallen, ist Respekt. Mir ist nicht aufgefallen, ist auch okay. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich am Donnerstag ist nichts passiert. Am Freitag. Allerdings dann hatte ich einen kleinen Unfall und der hat dann die letzten 2 Wochen eigentlich im Grunde genommen alles beeinflusst. Und ich war so froh, dass ich die Videos vorproduziert hatte. Ja, also am Freitag war ich unten bei meinen Eltern und da ist dann irgendwie Verkettung ungeschickter Ereignisse. Ist irgendwie passiert, dass ich glaube ausgerutscht bin und Papa wollte mich fangen und hat mir dabei irgendwie voll gerne an den Rücken gehauen. Und ja, da hat es mich echt fies erwischt. Ich habe mich dann noch nach oben bewegt und dann seitdem bin ich jetzt nicht mehr rausgekommen. Trauriger war. Ich habe so es am Rücken, dass ich mich kaum bewegen konnte und die ersten 2 Tage ging gar nichts. Dann ging gar nichts plus ein bisschen laufen. Dann ging gar nichts und Frust, weil dann war es Ostern und ich hätte so gern Käsefondue gegessen, aber ich habe es ja nicht mal geschafft, auf einer geraden Fläche zu laufen. Wie hätte ich dann Treppen nehmen sollen und dann wieder Treppen hoch? Also mussten wir unser Osterkäsefondue absagen. Warum? Das war so, ja, das ist immer noch das, weswegen ich am sauersten bin. Ich habe mein Käsefondue nicht bekommen. Ich kann das sehr. Es macht mich betroffen. Ich bin betroffen davon, dass ich kein Käsefondue bekommen habe, weil ich mag Käse. Ich bin mir auch noch schicken. Entschuldigung, irgendjemand muss es hier abkriegen. Entschuldigung, kleiner Mann. Das nennt man dann den Kreislauf der Gewalt. Ich habe eine bekommen und deswegen kriegt er jetzt auch eine. Du armer Schatz, Entschuldigung. Warte mal, jetzt gibt es Leckerli. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich mich, wie gesagt, so gut wie nicht bewegen konnte. Und dadurch ist dann alles, ja, bei uns total, war alles einfach nur noch so. Wow! Ja. Durchbricht den Kreis der Gewalt halt nicht und weiß mich noch. Das ist ja wohl echt nicht zu glauben. Ja, dann war es auf jeden Fall so, dass meine Mutter mich die erste Woche einfach nur gepflegt hat. Und ja, in der Zwischenzeit haben wir dann aber telefonisch per E-Mail und alles uns Angebote zum Thema PCs eingeholt und sind jetzt so weit, dass wir ein Angebot haben, wo wir überlegen, ob wir es uns dann kaufen. Also es hat sich noch nicht so viel getan, aber wissen jetzt ungefähr, was wir haben möchten und was nicht. Dann war es so, dass. Mein Gott, mein Rücken tut immer noch weh. Dann, ja, ist gerade so voll fies. Dann habe ich am Freitag
den letzten Freitag, nicht der Freitag, der jetzt kommt, sondern der jetzt schon war, habe ich dann endlich einen Bescheid bekommen. Ich bin jetzt offiziell in der Grundsicherung. Das wollte ich mit euch teilen, weil ich es ja euch erzählt habe, dass ich darauf warte. Und jetzt ist es tatsächlich passiert. Und ja, finanziell gesehen bedeutet es keine Veränderung wirklich, aber jetzt bin ich wenigstens dort, wo ich hingehöre. Gesagt. Doch, es gibt einen finanziellen Unterschied. Ich darf mehr Sparguthaben haben. Verändert zwar nichts, weil ich habe nicht mehr, aber ich dürfte jetzt mehr haben. Eben. Was soll ich machen? Also, ja, gut, er mag es ja anscheinend, er kommt ja immer wieder. Oder er hat so eine SM-Geschichte. Das kann auch sein. Oh, ja, was hat sich noch getan? Ich habe jetzt tatsächlich mir bei Schrader Ingwer-Shots bestellt. Das sind so Vitamin-Dinger. So kleine Vitamin-Drinks. Ja, super, Elena, jetzt Getränke. So, machen wir es deutsch, dann geht es leichter. Und da hat eine Flasche 100 Milliliter. Wir haben jetzt drei, bekommt man dann immer pro. Und ja, jetzt haben meine Mom und ich angefangen, die zu probieren. Und die schmecken gar nicht. Wir hoffen jetzt, dass sie wenigstens eine Wirkung haben. Die schmeckt doch echt nicht. Es ist ein Grauen. Aber man kann es sich runterwürgen. Wobei ich meine Mutter immer noch voll bewundert. Also ich habe es damals, habe ich es gekauft und habe es dann probiert. Also wir nehmen immer nur einen Esslöffel oder Teelöffel pro Tag, weil wir ja da eher dazu neigen, empfindlich zu sein und nicht, dass wir dann am Ende so in die Luft gehen und einen auf Moonwalk machen können. Ja, kann das sein? Weiß man ja nicht. Und so haben wir uns dann entschieden, dass wir nur kleine Portionchen nehmen. Dadurch reicht es bei uns auch viel länger. Und auf jeden Fall habe ich dann meins so auf den Löffel runter und fertig und gedacht noch so. Da. Meine Mutter hat es wohl, wie scheint, wie sie es beschrieben hat, auf den Löffel im Mund rumgebalgt und dann erst runter. Und jetzt sagt sie mir heute beim zweiten Versuch, ja, das Zeug schmeckt wirklich widerlich. Und ich denke mir so, habe ich doch gesagt. Ja, unser Hase hat noch dreimal richtig gelegen mit seinen weißen Pfoten. Der ist immer noch ein toller Schneedetektor. Ja, 2 Wochen passiert doch nicht so viel. Ich habe eine Menge Amiibo-Karten gekauft, wo ich mich jetzt im Nachhinein frage, welchen Schutz hatte ich da? Ja, das stimmt, Langeweile, da mache ich viele dumme Dinge. Ich hatte bei eBay eine doofe Geschichte. Ja, ich habe mich auf eBay angemeldet und da ist mir dann irgendwie ein Artikel im Warenkorb gewesen und dann ist irgendwie es dazu gekommen, dass ich den wohl bestellt habe oder so, weil ich nicht wusste, wie das funktioniert bei eBay. Und dann habe ich ständig E-Mails bekommen, die in denen stand, ich soll meine Rechnung begleichen. Und ich dachte immer so, ach, wie nett, eBay informiert mich, dass es den Artikel noch gibt. Und dann irgendwann mitten in der Nacht bin ich da mal drauf gekommen, man könnte die E-Mail ja auch lesen. Und dann stand da ja, begleichen Sie Ihre Rechnung. Und ich so, nein. Das war auf jeden Fall die Rechnung, also der Artikel hat 30 Euro gekostet und der Versand 35. Gott, also wirklich. Keine Relation. Ja, Leo. Meine Güte, der hat verschmust. Siehst du, er mag's. Nix mit Schleudertrauma. Dann wird er nicht herkommen. Er steht drauf. Er will ein bisschen geschleudert werden. Ja. Und dann habe ich auf jeden Fall den Verkäufer angeschrieben. In Deutsch, dann mit Google Übersetzer nochmal auf Englisch. Und er hat mir dann irgendwie was zurückgeschrieben mit It's ill und Don't worry, it's ill. Und ich dachte mir jetzt, wie jetzt? Soll ich mir jetzt keine Sorgen machen oder ist krank? Also, ich war sehr verunsichert. Ja, aber am Ende habe ich dann es geschafft und zum Glück ist alles gut gegangen. Andere Geschichte, auch noch die Woche passiert, meine Mutter ist fies erkältet. Die hustet sich eins, also das hört sich echt an wie in der Lungenheilanstalt.
Und ich habe meine Empathie bewiesen und habe zu ihr gesagt: Mama, mach dir keine Sorgen, solange du kein Blut hustest, ist doch alles in Ordnung. Und daraufhin war sie dann sauer auf mich. Ja, eigentlich war es das jetzt so im Großen und Ganzen, was ich erzählen konnte. Sonst ist nichts passiert, weil ich bin ja, wie gesagt, in der Wohnung gewesen im Hauptding. Und ja, hat sich auch nichts Neues bei Apple ergeben. Doch, die Sachen sind angekommen. Genau ein Tag nach dem Video kamen dann die ganzen Artikel an. Das war dann so voll schlechtes Timing, aber die sind jetzt auch da. Die werde ich euch dann mal anders zeigen, vielleicht. Versprechen, die ich lange nicht halte, ne Mama? Ja, gut, das war eigentlich alles, was ich euch jetzt so erzählen kann. Ich werde mich jetzt mal um den verschmusten kleinen Bären hier kümmern, weil der scheint immer noch schmusen zu wollen. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns wieder am Freitag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr die letzten 2 Wochen gemacht habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder. Sekunde. Ich bin nicht erkältet. Alles gut. Da kommt nichts. Ich habe ein Immunsystem wie Ackergaul. Oder eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine tolle Zeit. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.